Das Produkt SharePoint hat letztendlich nicht nur einen Schwerpunkt, sondern mehrere Schwerpunkte. Es werden ganz unterschiedliche Themen abgedeckt, die unterschiedlichsten Funktionalitäten darstellen können. Das Schöne ist, in einer Plattform stecken sehr, sehr viele unterschiedliche Themen. Natürlich gibt es die klassischen Themen oder die klassischen Lösungsansätze für die Zusammenarbeit zwischen Menschen, zwischen Unternehmen. Es gibt aber auch Funktionalitäten wie das Suchen und Finden von Informationen im Haus, im Unternehmen, über die Grenzen eines Datentopfes hinweg. Nicht nur die Daten, die im SharePoint liegen können, gefunden werden, sondern auch Informationen im Filesystem, in E-Mail-Systemen und solchen Dingen. Es gibt eine sehr solide Plattform für Portale, Internet, Extranet-Portale. Das Thema Intranet ist für jeden Kunden eigentlich ein wichtiges Thema, sodass man hier aus diesem Baukasten wirklich sich die Komponenten aussuchen kann, mit denen man Lösungen oder Herausforderungen im Unternehmen begegnen möchte.